Sehr geehrte Wargamer, hardcore strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in War in the East 2 am 39. Spielzug, 15. März 1942. Und es bieten sich die ersten Kesselgelegenheiten. Und ich habe jetzt mit mir gerungen, ob ich es mache oder nicht. <laughs> wir schauen mal, ähm, denn wir haben hier oben auch eine sowjetische Gardeeinheit, die erste Garde-Schützendivision. Erste Garde ähm, in Kurs drin steht unsere 5. Panzerdivision. Die ist äh, auch nicht mehr so gut benannt. Die müssen wir auf alle Fälle auch irgendwann da rausführen. Es geht jetzt darum, ob ich diese drei Divisionen hier versuche einzukesseln. Ähm, ich habe natürlich hier auch Einheiten der zweiten Panzerarmee mit hier stehen, die allerdings eigentlich in den Süden sollten. Um sich da auf die Einsätze vorzubereiten Richtung Stalingrad und Baku. Und da ist die Frage, ab uns das jetzt nicht hier zu viel Zeit kostet. Ich werde mal versuchen, wisst ihr was? Wir fangen mal klein an. Ich versuche jetzt hier mal diese Brigade hier rauszubekommen. Das ist vielleicht zu wenig. Nehmen wir vielleicht die Division hier noch mit. Das war es hier mit der Schützenbrigade. Denn die Frage ist auch, ob ich hier den Kessel dann überhaupt halten kann. Warum steht die eigentlich noch auf Refit? Technisch mal an. Oder ob wir die hier einfach werfen. Ich meine, ich würde, sie wahrscheinlich, ich würde die Einheiten wahrscheinlich hier auch einfach rausbekommen. Dann wären sie zwar nicht wie in einem Kessel aufgelöst. Es ist schon sehr verlockend. Oder? Es ist schon sehr verlockend. Was haben wir hier noch stehen? Die 330. ist auf 61% Sollstärke. Die 95. ist auf 41% runter. Die bringt uns nicht mehr allzu viel. Hier haben wir ebenfalls zwei Divisionen. Ich frage mich jetzt eher, ob's, ob ich hier im Norden was machen kann. Nee, kann ich nicht. Wisst ihr was? Ich schaue, dass ich die hier rausbekomme. Das ist zu viel. 3,1 zu 0,7. Die eh schwach zu sein. Werden wir gleich sehen. Ja, die beiden Divisionen bringt es gerade mal auf 8000 Mann. Ich denke, war die richtige Entscheidung hier einfach nur anzugreifen. 1200 Mann Verluste für die Sowjets. Eine Einheit. Zurückgetreten, zurückgewichen, die andere in die Flucht geschlagen. Das ist sehr gut. Jetzt mal schauen, die 170. Wo ich die hinbewege. Habe ich mich schon entschieden, gell? Ja, hier wird's, hier wird's eng. Habe ich hier oben noch bei irgendeinem Chor Luft? sich ich die anordnen, einordnen kann. Sieht nicht so aus, gell? Nee. Das heißt, die ist jetzt nicht mehr Befehlsreichweite, was nicht gut ist. Müsste ich hier unten die 73. noch irgendwo umhängen. Aber auch da ist alles voll. Äh, organisatorisch ein bisschen Problem. Macht nichts. Ich belasse es mal dabei. Gut. ich jetzt diese Einheiten hier oben oder nicht. Wie waren die Angriffe in der letzten Runde? Okay, auf Kursk ist eh niemand gegangen. Ich überlege jetzt nämlich einfach Kursk mit den Panzern zu verteidigen und die 45. Infanterie-Division hier runterzuziehen. Nicht die, die hier. Ah, die kann hier gar nicht rein. Wenn, dann müsste ich eine Panzerdivision da reinbewegen. Das ist auch nicht wirklich schön. Ich glaube tatsächlich, fehlen mir hier fast die Einheiten, um den Kessel zu bilden. Ich könnte höchstens mit der Panzer... Nee, mit den Einheiten komme ich da nicht runter. Mit den Einheiten komme ich nicht ran. Ist der was? Ich kann hier gar keinen Kessel bilden. Es würde mich... würde meine Panzerdivision halt mindestens eine Runde kosten, gell? Bis dahin eine Woche haben oder nicht haben. Es ist einfach zu verlockend. Komm Alex, entscheid dich. Entschieden. Gut. Jetzt müssen wir die Lücke da noch schließen. Kann man da eine Infanteriedivision reinziehen? Aber brauchen wir gar nicht. Wir brauchen da gar keine Infanterie reinziehen. Denn wir sind hier genügend abgesichert. Da kommen die Sowjets nicht raus. Aber vielleicht... Na ja, komm, wir stellen die doch noch da rein, dann haben, wir, dann haben wir einen doppelten Puffer da. Ich werde jetzt aber die dritte Panzerdivision tatsächlich äh, nach Süden runterbringen. aber wir hier in das nächste Depot? Bringen wir sie mal in den Raum Charkov. Da kann sie auch mit verteidigen die Panzerdivision runter. Was also ich jetzt zumindest hier mit ein paar Einheiten das mache, was ich auch wirklich vorhabe. Die zehnte motorisierte bringen wir ebenfalls runter. So, und Die Frage, ob ich noch eine weitere einer dran ziehen kann, mit denen ich die beiden hier wieder in einem Chor zuweisen kann. Das ist die Frage. Wen haben wir denn hier noch? Naja, die Chors stehen natürlich noch extrem weit weg. Macht nichts, ich komme hier mit dem motorisierten Chor auch runter. Oben muss ich umorganisieren, macht nichts. Ziehe ich die runter. bereich Das 46. Motorisierte Chor. Und dann hängen wir die beiden Einheiten hier gleich um. Einmal zum 46. Motorisierten und einmal zum. Ebenfalls zum. Nein, das war das Falsche. Kann ich es rückgängig machen? Kann ich nicht rückgängig machen, oder? Shit. Mist. Sowas Blödes. Was habe ich denn jetzt gemacht hier? So ein Mist. Doch, habe ich doch richtig angehängt. Ach, Gott sei Dank. Passt ja. So, Stück für Stück füllt sich hier dieses äh, Chor-Puzzle auch so langsam auf. Dann lasst mal das 40. Chor noch hier für die Einheiten, die jetzt gerade eben den Kessel gebildet haben. Ja. Schauen wir mal, wie wir bei Tchakov noch weitermachen können. Hier haben wir eine sehr, sehr starke sowjetische Division. Ich würde sagen, wir gehen die direkt an und zwar mit allem, was wir hier zur Verfügung haben. Schauen wir was wir die rausbekommen. Das scheint hier der Dreh- und Angelpunkt für die Sowjets zu sein. Viele Bomber unterwegs hier wieder. Zurückgetreten, geringe Verluste nur. Da bleibe ich jetzt tatsächlich auch in meinen Stellungen. Und hier kann ich eigentlich auch schon anfangen, die Einheiten, das dritte motorisierte Korps. Ich muss hier schauen, dass diese Einheiten, die Infanterie-Einheiten, Infanteriedivisionen, woanders unterkommen. Unter anderem hier beim 55. Chor. Hängen wir die gleich mal um. 55. Chor. Dann ist das 55. fast voll. Weitere Chors habe ich hier in dem Bereich nicht. Gell? Die hängen da alle mit dran. Ansonsten sind hier ebenfalls alle Chors voll. Ja, die muss ich dann in der nächsten Runde irgendwie, irgendwie umorganisieren. Hier brauchen wir nicht angreifen. Ich denke, hier bleibe ich einfach in den Stellungen. Ja, hier muss ich, hier muss ich großflächig umorganisieren. Da passt es mit den Einheiten nicht mehr so hundertprozentig gut. Das sind so Sachen, die mache ich dann oft dann quasi abseits der Aufnahmen. das kommt muss ich jetzt erstmal hier noch lassen. Ich Denke, das sind wir in dem Bereich eigentlich auch recht weit fertig. Schauen wir mal weiter nach Norden. Hier gab es auch noch Angriffe, die aber nicht weiter der Rede wert sind. Doch hier war es ein bisschen knapper. Schauen wir mal. Muss ja auch noch einige Einheiten hier aus Norden wieder runterbringen. Wir haben zum einmal die 18. Panzerdivision. Ich bin schon überlegen, ob das die 18. Panzerdivision ja, die ist auf 40% runter, wisst ihr was? Die 18. Panzerdivision, die wird eine der Divisionen werden, die wir hier oben zur 4. Panzerarmee dazuführen. Die macht keinen Sinn, bis ich die nach Süden verlegt habe und da aufgefrischt habe, macht das soweit keinen Sinn. Das heißt, die 18. Panzerdivision wird jetzt irgendwo auf ein Depot gehen und sich dort wieder aufstocken. Und die schmeißt man dann hier oben zu dem Chor dazu. Einmal hier rüber. Wir stellen die 18. Panzerdivision auf Refit. Und dann hängen wir die direkt hier oben an, eins der Chor der vierten Panzerarmee an. Ich hänge die jetzt erstmal direkt zur vierten Panzerarmee. Und dann kann ich die immer noch, an, kann ich die immer noch umhängen, vierte Panzerarmee. Dann ist die da schon mal aufgehoben. Da, wo sie ungefähr hin soll. Das motorisierte Chor, die kann ich nicht bewegen derzeit. Müssen wir jetzt schauen, was wir noch alles an Einheiten hier runter bewegen. 36. motorisierte Chor. Die gehören zur dritten panzerme Die dritte Panzerarmee ist vorgesehen irgendwo im Raum zwischen Tula, Orel und Kursk. Für den Einsatz müssen wir mal schauen, wo, ähm, wo stationiere ich die denn am besten? Wo kommt denn am meisten Nachschub an? Tula. Ich lasse die tatsächlich jetzt mal hier in dem Raum, denn wir haben hier auch relativ viel sowjetische Feindbewegung, wisst ihr was? Wir setzen das Chor hier hoch, setzen es auf Reserve, kann gegebenenfalls noch mit eingreifen. Könnte ich auch das Problem lösen, dass ich die Einheiten hier zumindest schon mal zu dem Chor dazu weise. Ja. Die werden dann relativ bald natürlich wieder umgehängt, aber jetzt übergangsweise muss ich das so machen. Die auf Refit. Wen haben wir hier drin stehen? Die 31. Infanteriedivision. Die sollte ich eigentlich auch, ja, nicht nur eigentlich, die Firma auch zurück auf ein Depot setzen, die auf Refit. Und derzeit kann ich sie noch bei dem Chor lassen, oder? Das ist tatsächlich jetzt nicht ganz. Doch, nee, muss ich auch umhängen. Hängen wir auch um, auch übergangsweise für ein, zwei Runden hier zum. Das ist das richtige motorisierte Chor? Das 39. Tatsächlich jetzt echt nur übergangsweise. 39. ist motorisiertes Chor. Okay, gut die in Reserve. Das dritte motorisierte Chor ist auf 73 Prozent wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Eine von diesen Einheiten Totenkopf. Das bin natürlich jetzt ist da was die Totenkopf die bleibt hier oben. Dann haben wir hier schon mal zwei Korps bei der dritten. Ich brauche insgesamt ich muss mal eben nachschauen in meiner Planliste pro Chor brauche ich dritte Panzer. bekommt 1, 5 motorisierte Divisionen. Na, die bekommen eigentlich alle fünf motorisierte Divisionen. Hm. ist gar nicht so einfach, das hier alles umzuorganisieren. Die 17, 18. Panzer bleibt hier oben. Motorisierte, die muss ich noch weiter nach Süden führen. 73 Prozent. Wobei ich hier oben ja auch ein motorisiertes Core brauche. Das wird dann hier das, die zwanzigste werden. Wisst ihr was? Ich hänge die 20. gleich schon mal um. Dann sind die zwar nicht so gut versorgt für die eine Runde, aber ich mache nicht den Fehler, dass ich die irgendwie falsch noch wegziehe, die kommt zum 41. Chord, dann ist das schon mal aufgeräumt, dann weiß ich, was da los ist. Na, taucht hier gar nicht auf, das 41. ist weit weg. Jetzt wahrscheinlich, oder? Wenn ich jetzt blind, warum sehe ich das 41. Chor jetzt hier nicht? Ach, weil ich das eine das Chor gar nicht gezogen habe, ich habe die Panzerarmee gezogen. <laughs> Auch gut. So, jetzt müsste es aber klappen. Hier ist es. Okay. Dann haben wir die vierte Panzerarmee ja schon mal zu, zu einigen Teilen äh, vorrätig. Sieht alles gerade noch recht wild aus hier, aber es wird. Da bin ich sehr zuversichtlich. Dann hätten wir, ich schaue gerade mal für die vierte Panzerarmee, habe ich wie viel Korps motorisierte kurs vorgesehen? Zwei motorisierte Divisionen habe ich hier vorgesehen. Das heißt, ich würde, ja, die beiden hier lassen. Die Totenkopf ziehen wir runter, nein, das passt. Das passt, das passt, macht Sinn. Und die vierte Panzerarmee wird er ja dann auch zusammen mit der neunten und zweiten Armee, die jeweils ein Korps bereitstellen, Moskau einnehmen. Das wird dann schon werden. In der nächsten Runde bin ich mir auch ziemlich sicher, dass dann auch schon hier einige Einheiten dort sind, wo sie hingehören. Ja, da ich auf alle Fälle ja noch Einheiten für die zweite Panzerarmee brauche, muss ich schauen, dass ich jetzt noch einige motorisierte kurs hier runter bekomme. Ah, da geht eh nicht mehr viel, muss man in der nächsten Runde machen. Können die noch nach Süden? Ja, die 18. motorisierte kann auch nach Süden. Bringe ich die mal runter. bringen wir die noch runter oder? Ja, die können eh zur richtigen, die können eh zur zweiten Panzermee, das wäre schon richtig. Moment, erste Panzermee, zweite. Ne, kann man so weit nach Süden führen wie möglich. Bringe ich sie einfach schon mal in den Raum Tcharkow, äh, Kursk. Hier unten hängt ja auch schon das Hauptquartier, mal schauen, wie wir noch dran dranbringen. Bewegliche Einheiten, dann haben wir hier einmal hier runter. Leer Brigade ebenfalls Richtung Süden runter. Und das vierundzwanzigste Chor. Du so hast die hänge ich jetzt hier auch um zum vierundzwanzigsten. Tja, das sind ja wirklich administrative Aufgaben hier, die man hat. <laughs> die 17. Infanteriedivision, die muss ich auch umhängen. Wisst ihr was, die hängen wir jetzt tatsächlich jetzt erstmal noch zum hier hoch. Muss man noch umsortieren dann, aber dass jetzt mindestens schon mal von dem falschen Stab hier weg ist. Genau, dann haben wir die. Die müssen wir dann auch umhängen. Schauen wir mal, wo ich die noch unterbringe. Werde ich aber wahrscheinlich dann auch abseits des Streams mal ein bisschen durchorganisieren, das Ganze hier oben noch ein paar Einheiten umhängen. Die 18. bleibt hier, die 36. bleibt hier oben. Ja, der ist nicht sinnvoll, wenn ich es erstmal... Nee. Dritte motorisierte. Das ist der von Mannstein. Den können wir auf alle Fälle schon mal weiter Richtung Süden bewegen. Na, den habe ich leider falsch, falsch umgehängt hier. Okay. Ein bisschen wüst noch. Wie gesagt, da werde ich noch dafür sorgen, äh, abseits der Aufnahme, dass ich hier noch ein kleines bisschen Ordnung mit reinbringe. Dann sieht es in der nächsten Runde schon ganz anders aus. Dann würde ich sagen, sind wir hier im Bereich der Heeresgruppe mit auch größtenteils fertig. Vielleicht lohnt sich noch der ein oder andere Entlastungsangriff. Ähm, können wir können mal schauen. 2,5. Hier wäre es interessant. Jawohl. Nochmal 6000 Mal weniger, zwei Einheiten in die Flucht geschlagen. Sorgt für ein bisschen Ruhe. Da habe ich einiges zum Organisieren hier. Die ganzen Einheiten werden noch irgendwie zur vierten Armee gehören. Wir schauen mal ganz kurz die vierte Armee, wie die ausgelastet ist. Ah, ist auch schon sehr ausgelastet. Ähm, machen wir jetzt noch ein paar wichtige administrative Sachen. Und wie gesagt, die restlichen kleinen Verlegungen mache ich dann noch abseits des Streams. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen 4,7 zu 1,9. Hier ein bisschen entlasten noch. Ich bin in die Flucht geschlagen, war aber auch stark. Wir haben 11.000 Mann hier noch gehabt. Ein wüstes Bild. Ich bin mir sicher, also Anfang nächster Runde wird es auch für euch wieder ein bisschen ordentlicher aussehen. Wie gesagt, ich werde hier noch ein kleines bisschen, kleines bisschen durchsortieren. Was ich aber jetzt auf alle Fälle schon mache beim Durchsortieren, ist, dass ich die 9. Armee zur Heeresgruppe Nord umhänge. Denn wenn wir uns mal anschauen, die Heeresgruppe Nord... Hat 77 Führungspunkte von 108 möglichen ausgegeben. Bei der Heeresgruppe Mitte sieht es katastrophal aus und vor allem bei der Heeresgruppe Süd. Also, Plan ist jetzt quasi, Einheiten von der Heeresgruppe Süd zur Heeresgruppe Mitte zu bringen und von der Heeresgruppe Mitte zur Heeresgruppe Süd, äh, um unten wieder ein bisschen Luft zu machen, damit ich einfach im Süden wieder mehr, mehr, mehr Führungs, ähm, Führungspunkte quasi übrig habe. Das heißt, wir werden jetzt die 9. Armee hängen wir jetzt an die Armeegruppe Nord. Da ist noch jede Menge Platz. Ihr seht auch, die Heeresgruppe Mitte ist. Mal schauen, die Heeresgruppe Mitte, wie ist die belastet? Geht, Armeegruppe Mitte 92 von 109. Aber wir werden dann die, schätze mal, die vierte Armee dann noch an die Heeresgruppe Mitte dran hängen. Das machen wir dann aber demnächst. Jetzt erstmal die neunte Armee zur... alt Quatsch, das war schon mal. Die neunte Armee hänge ich jetzt zur Heeresgruppe Nord. Dann gehört ihr da schon mal dazu. Das bedeutet jetzt, die, die Heeresgruppe Nord hat jetzt 101 von 108. Das heißt, für sieben, sieben Punkte sind noch übrig sieben Punkte. Eine Division hat zwei Punkte, also können wir noch sechs Divisionen oder sowas dranhängen. Aber die Heeresgruppe Nord ist damit einigermaßen gut ausgefüllt. Das sollte auch passen. Jetzt haben wir bei der Heeresgruppe Mitte wieder Luft. Und ähm, wo unser großes Problem liegt, ist ja bei der Heeresgruppe Süd. Wir schauen uns das mal an. Die müssten alle die 11. Armee. Ah, die hängt bei den Rumänen mit dran. Da muss ich auch noch Verordnung sorgen. Ich werde alle Einheiten, die an dem rumänischen äh, äh, Oberkommando hängen, an das OKH angliedern. Trotzdem schauen wir jetzt mal ganz kurz. 17. Armee, Armeegruppe Süd läuft auch 131 von 109. Ja, also da wird es auf alle Fälle definitiv Zeit, dass wir hier ähm, Einheiten aus dem Kommandobereich abziehen und woanders hin, hin, hinbringen. Das würde bedeuten, momentan werden die irgendwo hier zur Heeresgruppe Mitte geschlagen. Wir schauen nochmal, Heeresgruppe Mitte hat 68 von 108. Äh, tatsächlich ist die entscheidung noch nicht gefallen. Wahrscheinlich werde ich die 11. Armee mit dranhängen, denn im späteren Verlauf wird ähm, die Heeresgruppe Nord bis Moskau sichern, bis leicht unterhalb südlich von Moskau oder südöstlich von Moskau. Ab da übernimmt dann die Heeresgruppe Mitte. Das bedeutet, wir fangen an mit der vierten Armee. Und südlich der vierten Armee brauche ich nochmal eine weitere Armee, denn die sechste Armee wird natürlich Richtung Stalingrad gehen. Und ich muss hier natürlich in den Zwischenraum auch noch sichern. Derzeit in meinem Kopf wäre das eventuell eine Rolle für die elfte Armee. Ja, dass die elfte Armee im Prinzip dann Anschluss findet hier oben an die vierte Armee. Und dann wären wir kräftemäßig bei den einzelnen Heeresgruppen auch wieder deutlich besser aufgestellt. Muss ich aber jetzt erstmal bis zur nächsten Runde schauen. Aber wie gesagt, Stück für Stück geht es jetzt hier vorwärts. Ich könnte mir natürlich auch aufwendige Excel-Tabellen gestalten und Einheiten da rumschieben. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu viel Aufwand. Ich mache es jetzt hier Stück für Stück. Ich glaube, das wird sich schon ausgehen. Und in der nächsten ein, zwei Runden wird die Front, man sieht es jetzt auch schon im Norden, sieht es auch schon wieder einigermaßen ordentlich aus. Die zweite Armee langfristig wird auch irgendwann rausgelöst werden, aber wie gesagt, wir wollen die 16., 18., 2. und 9. Armee gehören jetzt zur Heeresgruppe Nord. Da werden sie auch bleiben und die Heeresgruppe Mitte. Da muss ich mir jetzt einfach noch überlegen, wen ich damit rausnehme. Was auch eine Option ist, dass ich eventuell die Lücken zwischen der vierten und sechsten Armee mit ähm, Rumänen, Ungarn oder Italienern stopfe und hier rausnehme. Tatsächlich ist meine Planung aber noch nicht so weit, dass ich das jetzt schon konkret sagen könnte. Da werden noch so zwei, drei Wochen vergehen, bis ich das hier mitgemacht habe. Gehen wir noch zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich unsere Eisenbahner. Wir haben hier einmal oben unser, ich nenne es mal unser Eisenbahnchor, das 13. Chor, das hier doch recht fleißig im Raum Bialystok hier am Arbeiten ist. Einfach der Grund, ganz, ganz wichtig, ich habe hier vergessen, hier sind noch Schienenanlagen und zwar doppelgleisige. Ich nehme jetzt jedes mal weg, wir können das jetzt hier sehen. Die müssen noch repariert werden. Wir haben jetzt hier in dem Bereich, können die auch ganz gut arbeiten. Wie gesagt, es gibt einen kleinen, kleinen Nachteil, wenn man diese kleinen Eisenbahneinheiten an ein Chor dranhängt. Die operieren nur im Umkreis von fünf Hexfeldern. Und da kann es unter Umständen äh, manchmal schwierig sein, dass auch wirklich alle zum Einsatz kommen. Hier in dem Bereich gibt es genügend rote Felder angrenzend an grüne Felder, dass ich reparieren kann. Nur noch mal, was wichtig ist. Die können immer nur nacheinander reparieren. Also ich sage mal, wenn diese Einheit jetzt dieses Hexfeld hier repariert, kann in der Runde dieses Hexfeld nicht repariert werden, weil das noch nicht fertig ist. Ja, und das macht das Ganze ein bisschen schwierig, mit den Einheiten zu agieren. Aber es klappt hier in dem Bereich eigentlich relativ gut. Das werden wir jetzt auch so belassen. Wir schauen weiter. Wir haben des Weiteren, das habe ich letzte Runde noch gemacht, hier oben das 54. Chor. Die reparieren hier Gleise im Bereich Rovno. Einfach, dass ich ein bisschen schneller hier die, die Gleise Richtung Kovel bauen kann. Denn ganz, ganz wichtig, ich schalte es nochmal hier, hier weg. Wir haben noch ein Gleissystem oder Gleise zu reparieren. Hier von Kiew ausgehend. Und natürlich hier von Bershidev, äh, Polnoe, Schepetowka Shep, hoch nach Rovno. Das muss noch dringend repariert werden. Und da habe ich tatsächlich jetzt gerade auch dieses kleine Problem, ein ähnliches Problem, wie ich gerade schon geschildert habe. Diese Eisenbahnreparatureinheit hat hier schon, oder repariert gerade. Problem ist, unsere Feldeisenbahndirektion 4 kann dieses Hexfeld jetzt nicht reparieren, weil das noch nicht fertig ist. Dementsprechend werde ich jetzt, bin ich jetzt hier gezwungen, das quasi doppelt, Moment, einmal rückgängig, bin ich jetzt quasi gezwungen, das doppelt zu reparieren. Einmal hier mit der Feldeisenbahndirektion, ist mir einfach, ich muss schauen, dass hier bis Anfang April, Ende März, dass die Eisenbahnlinie hier einfach fertig ist. Die hänge ich jetzt mal um zur. Ja, die ist eigentlich bei der 17. Armee. Ich weiß nicht, was die hier vorne zu suchen hat. Sie ist eigentlich angehängt an die 17. Armee. Die soll sich hier vorne irgendwo reparieren, aber die repariert extrem weit weg. Ist etwas eigenartig. Gut. Tatsächlich ist, stellt sich jetzt für mich sogar die Frage, ob ich hier dieses Chor mit den drei Eisenbahnanheiten noch wegziehe. Denn wenn die nächste Runde reparieren, dann reparieren die bestimmt auch dieses Feld wieder. Was mir aber wieder nichts hilft mit meiner FPD-Einheit, weil die dann quasi doppelt reparieren müsste. Also wahrscheinlich ist es sinnvoller, wenn ich dieses Core hier abziehe. <laughs> Gut. Die Frage ist jetzt nur, wo bewege ich die hin? Wo ist für mich Reparatur noch mit am sinnvollsten? Und vielleicht sollte ich diese Entscheidung tatsächlich für nach, den, nach dem nach der Aufnahme verabschieden, denn sie ist, oder äh, ja, ich glaube, ich verschiebe das auf nach der Aufnahme, denn das ist durchaus sehr, sehr wichtig. Da muss man auch Felder abzählen, ähm, wo die reparieren können, wo sie nicht reparieren können. Und da würde ich jetzt einfach zu lange dafür brauchen. Das mache ich dann quasi mal abseits der Aufnahme. Wichtig ist, wir brauchen mit der Feldeisenbahndirektion brauchen wir noch 1, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Fälle. Das ist auch noch eine ganz schöne Menge. Ist vielleicht die Überlegung wert, dass ich eventuell eher hier oben schon mal repariere, in Richtung Kovel. Nehmen wir mal an, wenn ich hierher ziehe, 1, 2 könnte das Hexfeld repariert werden. 1, 2, 3, 4, 5 das Hexfeld repariert werden. 1, 2, 3, 4, 5. Das war's dann aber auch schon. Ihr seht schon, so einfach ist es nicht, denn mit diesen Eisenbannern kann ich jetzt nur. Ah, ja, wisst ihr was? Nein, das nicht. Ich setze die jetzt hier nach Kovel. Dann rinnt zwei Eisenbahn-Einheiten entsprechend da, wo ich es brauchen kann. Und die dritte verschiebe ich jetzt auch zur 17. Armee in der Hoffnung, dass sie in den Raum Rostorf geschmissen werden. Die sitzt da nämlich. Okay, haben wir die gemacht. Das hier oben funktioniert hervorragend. Und dann schauen wir nochmal die weiteren Eisenbahneinheiten. Wir haben hier die Feldeisenbahn Direktion 3. Da könnte ich jetzt entweder weiter reparieren oder ich verlege sie per Eisenbahn runter Richtung Taganrock. Ich schaue mal ganz kurz, wo wir hier Depots haben. Denn mir geht es nämlich darum, <laughs> vielleicht hier in dem Bereich sieht es Munitionsmäßig echt schlecht aus, dass ich hier versuche tatsächlich mal ein Superdepot zu erschaffen. Und dann, wenn der Nachschub richtig fließt, hier richtig, richtig, äh, richtig, richtig viel Nachschub reinzubekommen. Oh, ich kann hier, habe ich keine, habe ich keine strategischen Verlegungspunkte mehr. Das wäre ja saublöd. Ach, ich stehe hier nicht auf dem Bahnhof, das ist das Problem wahrscheinlich. Sogar ziemlich sicher. Bringen wir die mal nach Sumni. Ja, das war's, lag nicht auf dem Bahnhof. Dann schiebe ich die jetzt nach hier zum Depot Nummer 3 oder hier hoch. Matvej Kurgan, wisst ihr was, ich verschiebe die hier hin. Und in der übernächsten Runde sollte dann extrem viel Nachschub bei der Heeresgruppe Süd ankommen. Da ist es auch wichtig, da startet ja auch unsere erste, unsere erste, wo ist die jetzt hin? Ja, schon da. Da startet ja auch unsere erste Offensive. Das heißt, in der nächsten Runde hier stehen lassen. Ähm, wir schauen jetzt nochmal, ob ich hier eine der Eisenbahn-Einheiten, die hier oben am Weckern sind... Hier ist eine kleine eisenbahn Mein Problem ist, dass ich die natürlich jetzt nicht... Ich würde sie gerne an eines der Chors hier unten anhängen, aber es geht nicht. Ist zu weit weg. Kann ich also nur darauf hoffen, dass bald mal irgendwann ein Chor quasi hier... Dass irgendwann hier ein Chor noch ankommt, äh, dass irgendwann eine Eismannanheit hier bei einem der Chors hier unten ankommt. Ja, die kann ich hier leider nicht rüberhängen. Ich probiere es mal. Welches Chor wäre denn das da unten? Das vierte Chor. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, müsste, dürfte das nicht gehen. Ne, geht nicht. Das ist zu weit weg. Ist zu weit weg. Macht nichts. Kann man anders machen. Dann hier drüben die Verbindung rüber nach Kiew. Mal schauen, die kriegen wir wahrscheinlich auch in der nächsten Woche zu. Ja, das passt. Also mal schauen, wo noch Einheiten stehen. Hier oben. Da machen wir jetzt auch die Ost-West-Verbindung erstmal fertig, würde ich sagen. Ja. Gut, dass die mittlerweile auch wieder deutlich mehr reparieren können. Und wo haben wir noch Eisenbahneinheiten? Die ist erledigt. Die habe ich gemacht. Die haben wir auch gemacht, ja. Alles ah, müsste also gewesen sein. Das müsste gewesen sein. Im Übrigen äh, habe ich vergessen zu erwähnen, Ich habe letzte Runde sehr, sehr viele Depots gebaut. Ähm, also im Prinzip geschaut, dass ich überall Depots ranbringe äh, an den ganzen Bahnstrecken, die ich jetzt noch einmal reparieren bin. Ich glaube, ich habe 15 Depots gebaut und entsprechend auch schon die Prioritäten verteilt. Die sind dann in zwei Wochen alle aktiv. Und wenn die Bahngleise dann in Ordnung sind, wir können jetzt hier sehen, wie, wie sehr die Gleise hier überlastet sind. Ähm, Darum ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ich diese Ost-West-Verbindung hier, vor allem im Süden, deswegen ist momentan auch die meiste, die meisten Eisenbahnarbeiten im Süden, damit ich eben im Süden, wo die große Offensive dann auch starten soll, auch möglichst viel Nachschub mit ran bekomme. Was werde ich noch absetz machen? Neben der Aufnahme, ich muss äh, nochmal schauen. Ich habe bestimmt noch in sehr, sehr vielen Städten ähnliche Konstruktionseinheiten, die da gar nichts mehr verloren haben, dass ich die wegbringe und auf Städte und Depots und Bahnhöfe verlege, die es noch nötig haben. Wir können mal schauen hier beispielsweise, Nordwest-Leningrad, nee, da haben wir noch Schäden, da wird noch repariert. Äh, muss ich suchen. Also was ich, was ich suche, sind halt im Prinzip... Hier sind keine attached. Also ich habe bestimmt noch Städte, wo ich Einheiten drangehängt habe. Instruktionseinheiten, die muss ich jetzt erstmal suchen. Hier über dieses Menü, dann werde ich die finden. Und dann tue ich die aus den Städten raus und werde sicherlich noch die eine oder andere Stadt ähm, weiter neu versorgen. Vor allem... Jetzt gehen wir mal runter. Äh, Stang, J. Gehen wir mal hier runter, hier nach Rostov, dann geht in dieser Runde noch nicht erst in der nächsten. Da ist ja der Schaden, die es, der Bahnhof, Schaden 100, Manpower, Schaden 100. Da werde ich das nächste Mal auf alle Fälle sehr, sehr viele Konstruktionseinheiten mit hinsetzen, um dafür Ordnung zu sorgen. Ja, ich schaue noch mal gerade in meine, in meine Liste dass man nichts wesentliches vergessen und wie gesagt, es gibt noch sehr, sehr viel Kleinkram. Ich kann mal überlegen, ob ich vielleicht den Kleinkram auch mal aufnehme, den ich da so mache, weil es ist einfach immer sehr, sehr viel. Ich suche auch sehr lange, ich schaue mir die einzelnen Depots an, die einzelnen Städte an, ähm, schaue mir auch natürlich auch an, welche Einheiten wo aufgehängt sind, habe ich noch irgendwelche ja, Befehlslücken und was ich vor allem auch mache, und das können wir uns auch mal hier anschauen, ist die Prioritäten setzen. Vielleicht machen wir das jetzt auch gleich mal und zwar die Nachschubprioritäten. Ich würde sagen, ganz, ganz wichtig für uns ist derzeit Nachschub natürlich im südlichen Bereich. Ich habe jetzt hier noch ein paar Einheiten, die auf Gelb stehen. Müssen wir natürlich auch noch ein bisschen erhöhen. Welches Chor ist denn das? Supply Priorität setzen wir jetzt ebenfalls auf. Sehr hoch, dass wir hier schauen, dass wir möglichst viel, viel Nachschub mit reinbekommen. Und das sind dann auch solche Tätigkeiten, die ich dann noch ganz, ganz in Ruhe und ganz bedacht mache, um zu schauen, wo wird viel Nachschub benötigt in der nächsten Runde, wo eher weniger. Wir können es hier sehen, die sitzen hier auf Priorität. Was haben wir hier für eine Priorität? Na. Ah, kann man irgendwie merken. Also, gelb ist höher als orange. Orange ist also das Niedrigste. Gelb ist das Höhere. Und dann dunkelgrün und hellgrün. So wird das Ganze gesteuert. Ich würde fast sagen, wir haben hier in dem Bereich, das kann ich gleich mal machen. Und das sind die Kleinigkeiten. Da brauche ich dann viel Zeit dafür. Ich denke mal, dass hier dieses, bei diesen Kurs, äh, sind wir momentan munitionsmäßig eigentlich ganz gut versorgt. Dementsprechend kann ich die mal auch auf Supply Priorität 2 setzen. Wen haben wir hier noch? Ähm, da sind wir munitionsmäßig ganz gut aufgestellt und so wird quasi von Runde zu Runde immer wieder dann auch für mich äh, entscheide ich dann, wer welche äh, Nachschubprioritäten bekommt. Wen haben wir hier noch stehen? Fünfte Chor, Priorität 2 sollte erstmal ausreichen. Ist zwar die Moskau Front, aber da stehen wir wirklich, wirklich gut da. Und dementsprechend äh, muss man da immer wieder mal schauen wie die Prioritäten da verteilt sind, aber dass ihr wisst, dass hier auch immer was gemacht wird und dass das auch nicht zu vernachlässigen ist. Und das tue ich auch nicht. Hier ist noch die Priorität auch viel zu hoch. Und wenn ich hier die Priorität wegnehme, kann ich natürlich woanders wieder mehr Priorität drauflegen. Wäre man dann vor allem wahrscheinlich im Bereich Süden noch machen. Aber da brauche ich etwas mehr Luft und etwas mehr Zeit. Gut. Mehr Zeit ist gut. Wir haben jetzt auch schon wieder fast 40 Minuten. Ja, die Postproma das ja nicht bilden habe ich gemacht. Ähm, Air Supply, administrative Aufgaben, genau. Also, was ich noch machen werde, ist jetzt nach der nach dieser Aufnahme, ich werde noch schauen, welche Kurs kann ich vielleicht noch woanders umhängen, dass die 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 Führungsstab äh, die Führungsstabprobleme nicht nicht stattfinden. Welche die welche Prioritäten kann ich noch setzen für den Nachschub. In welchen Städten sind noch Konstruktionsbataillone, die ich abziehen kann, damit ich sie woanders einsetzen kann. Und vor allem eins muss ich noch machen und das machen wir aber gleich, bevor ich es vergesse und damit ihr seht, dass es natürlich auch nicht in Vergessenheit gerät. Ich muss natürlich meine Panzer wieder weiter nach vorne bringen. Dann fangen wir doch jetzt mal an aus dem Raum Kiew. Und ja, wir haben schon relativ viel umgeschoben, aber ich muss jetzt wirklich pro Runde mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Panzerdivisionen hier ranführen, denn wir brauchen im Süden für die beiden Panzerarmeen insgesamt. Ich schaue nochmal nach. Und erste Panzerarmee und zweite Panzerarmee benötigen 2, 4, 6, 12 Panzerdivisionen. Derzeit haben wir erst zwei unten im Süden stehen und es ist jetzt Mitte März, also ihr könnt sehen, auch wenn ich da jetzt wieder ein kleines Nachschubproblem eventuell generiere, ich muss schauen, dass die Division jetzt irgendwann an die Front kommt, sonst habe ich dann später mit der Offensive ein Problem. Ich denke aber tatsächlich, ich werde diese Runde erstmal nur eine Panzerdivision verschieben. Wir hängen die auch gleich hier an die erste Panzerarmee, dass die organisatorisch schon mal ordentlich aufgehoben ist. Eine zweite traue ich mich tatsächlich jetzt noch nicht nach vorne zu bewegen. Das mache ich dann Anfang April, wenn die Kapazität der Eisenbahn wieder deutlich höher ist. Aus Warschau bringen wir aber auch schon mal Einheiten nach vorne. Und zwar, wisst ihr was, wir gehen mal den südlichen Weg. Wir bringen die mal nach Odessa runter, dass wir die Gleise da auf der Linie ein bisschen mehr belasten. Drückt mal auf die Space-Taste, dann ist die nämlich schneller da. Und dann ist die Frage, ob ich noch eine weitere Panzerdivision ebenfalls noch verlege aus Warschau. Äh, bei der Heeresgruppe Mitte werden wir noch Panzerdivisionen brauchen. Da kann man noch eine hin verschieben. Die verschiebe ich jetzt einfach mal erstmal in den Bereich Tula. Warrene Schnee. Äh, noch steht nicht fest. Noch steht nicht fest, von wo aus wir die Panzerdivision einsetzen. Ich würde sagen, ich bringe die jetzt erstmal oder sammle ich die bei Smolensk. Da steht eh schon eine Panzerdivision. Und wenn der Nachschub dann wieder ordentlich fließt, wenn der Winter vorbei ist, könnte aber knapp werden, die dann ranzubringen, oder? Wobei hier mal ein bisschen mehr Zeit. Wisst ihr was? Um den Nachschub jetzt hier nicht zu sehr zu belasten, bringe ich die jetzt erstmal nach Smolensk und sobald ja, wobei kommen. Die aus bringe ich jetzt direkt nach vorne. Das war die falsche. Ich bringe die jetzt einfach mal nach. Woran ist Orel. Tula, Orel. Nach Orel. Ah, ja, Orel ist voll. Steht da alles drin. Steht hier schon eine Panzerdivision drin. Na ja, komm, gucken wir sie da hin. Das ist es gewesen. Ihr seht also, da gibt es dann natürlich immer noch sehr, sehr viel zu tun. Die west bleibt stehen und dann haben wir noch Einheiten bei Warschau stehen. Es sind zwei Panzerdivisionen, die bringe ich jetzt ebenfalls nach vorne, aber nicht zu weit. Ich würde sagen, erstmal erstmal nach Minsk. Und von dort aus in den nächsten. Runden dann weiter. Was wir auch noch schauen müssen, ist, welche Einheiten wir in Frankreich noch stehen haben. Welche Panzerdivisionen, äh, welche wir schon rausnehmen können. Ich würde fast sagen, die 19. Die 19. und die 6. Panzerdivision, wie sind denn die aufgestellt? t 89 ja, die nehmen wir. Transfer Unit to Map machen wir. Und die 6. Panzerdivision ebenfalls auf die Karte. Und ich überlege, ob wir. Ist das hier in den Panzerdivisionen überhaupt keine drin? Ganz. In 30. Die sind quasi hier gedacht zum Auffrischen für herunter. Für für runter, ich sag mal, für Panzerdivisionen, die schon schwer gelitten haben. Habe ich ja auch einige, wisst ihr was? Ich bringe die auch schon auf die Karte. Ich habe ja noch zwei Panzerdivisionen, die den Winter hier mitgemacht haben. Da können wir das Panzerregiment dann ganz gut reinstellen. Denke ich mir. Sollte ganz gut funktionieren. Okay. Ja. Das war es im Groben und Ganzen. Ich habe noch viel, viel Kleinkram zu erledigen. Ähm, hier unten sieht es extrem wüst noch aus. Aber ich bin mir sicher, dass in den nächsten zwei, ein, zwei Wochen, wird das Ganze hier schon ein deutlich homogeneres Bild abgeben. Und äh, dann können wir uns darauf freuen, dass dann die Offensiven dann auch irgendwann bald mal losgehen. Drücken wir mal die Daumen, dass der kleine Kessel hält, und drücken wir vor allem die Daumen das hier unten Rostorf hält. Das wäre nämlich sehr, sehr wichtig. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen. Auf euren Schlachtfällen macht es gut. Ciao, für euch servus.